Okay, wir graben also nicht nur hier am Felsen und bohren, sondern wir schaffen gleichzeitig eine stützende Struktur in den Hohlraum, für die das Material verwendet wird, das hier vorher abgebaut wurde, und bringen es so wieder zurück, ja? Das ist eine Meisterleistung der Ingenieure. Nach dem Besuch auf der italienischen Seite gehe ich zurück nach Österreich, um dem Team beim Auskleiden ihrer Tunnelwände zu helfen. Aber ihre Methode ist ganz anders. Ich übernehme die Kontrolle über diese futuristische Maschine, die aussieht und sich verhält, als wäre sie aus einem Science-Fiction-Film. Bevor ich zurück auf die österreichische Seite gehe, habe ich noch eine letzte Frage an meinen italienischen Kollegen. Auf den beiden Seiten habe ich zwei völlig unterschiedliche Bohrmethoden gesehen. Sprengvortrieb auf der österreichischen Seite gegen Tunnelbohrmaschine auf der italienischen Seite. Beide Teams wenden ihre Methode an und beide sind effektiv. Aber die Endergebnisse sehen völlig unterschiedlich aus. Was passiert an der Grenze, wenn sich die beiden treffen? Was passiert da? Wir stoßen einfach aufeinander. Das war's. Das war's. Echt jetzt? Ganz genau. Ihr müsst nichts absprechen, sondern trefft euch einfach Kopf an Kopf. Genau. Wenn ich also im Zug sitze und durch den Tunnel fahre, werde ich sehen, dass er sich in einer Sekunde komplett verändert, während ich durchfahre. Auf der einen Seite sehe ich dies und auf der anderen Seite das. Genau so. Manchmal ist eine einfache Erklärung die beste.